Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu World's End Club. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück, ne, zum World's End Club. Seit dem letzten Mal, ich habe mal die Schwierigkeitsgrad auf normal hochgeschraubt, weil es schon ein bisschen zu einfach bisher war. Und jetzt geht's weiter mit einem Camp. Leute, für die, die sich jetzt beschweren wollen, dass Samstag, Sonntag nicht Monster Sanctuary und Phenotopia kam. Wenn ich ein neues Projekt habe, dann wird das immer bevorzugt. Ich kann jetzt hier mit allen sprechen. Und sollte ich, glaube ich, auch. So, einmal mit Aniki. Ja, das haben wir ja gemerkt. Hier war keine Menschenseele. Let's say there was. Ja, eine Naturkatastrophe klingt logischer als ein Krieg. Das ist eine sehr gute Frage. Unser Klassenlehrer, wo ist denn der? Och, Aniki. Auf dich schuldig zu fühlen. Na, Vanilla? Du bist einer meiner liebsten Charaktere. Einfach weil du so fröhlich bist. Bist so richtig eine Süße. Oh, die will nach Osaka. Ja, warum möchtest du denn dahin? Es ist gefühlt halt der Inbegriff von kleine Schwester. So, Nyoru. Ja, der Meteor, den wir vom Bus sahen, der ist bestimmt für all den Schmarrn verantwortlich. I heard a few dozen meteors hit the earth every year, but they're really small. Ja, die Meteore, die uns normalerweise treffen, sind sehr, sehr klein. Tokio. Wir müssen halt dahin zurück, ne? So, Tatsun. Ich habe hier ein paar Sticker für dich. Wenn du die Electro Rangers unbedingt sehen willst. Ich habe doch nur ein paar Sticker von denen gesammelt. Also wirklich, Rachel. Gleich sind wir schlauer. Electro Rangers is a Sunday morning superhero TV show. Ach ja, Superhelden inspirieren halt einfach. Fünf Helden, das heißt, wir werden fünf verschiedene Electro Rangers finden. Es ist eigentlich eine Kindersendung, aber sie hat halt auch. Ich würde niemals sagen Kindersendung, auch Erwachsene können sich dran erfreuen. Ich freue mich heutzutage noch an SpongeBob, also. Diese Streite, die kriegt man auch so oft mit. Das Gesicht finde ich gut. Ja, das reicht als Erklärung. Die will Rachel auf jeden Fall auch alles sehen. So, mein bester Kumpel Pochi, was hast du zu erzählen? Ja, Pochi wirkt aber nicht so wirklich, als wäre er gehirngewaschen gewesen. Bestimmt nur deswegen, er wollte wahrscheinlich die Freundschaft prüfen. Nee, er gibt's wirklich nicht. So, Mauchan. Du machst uns Essen. Was die niedergemäht? Du hast dich in Stein oder Stahl verwandelt. Ja, so in etwa, würde ich sagen.
happening to us anyway? Ja, wir haben alle Superkräfte bekommen. So, drei Leute haben wir noch zum Reden. Hey, wasn't the curry we had before kind of spicy? It must have been. Och, Curry muss doch ein bisschen scharf sein. Ja, na gut, da hast recht. You think so? But I use the mild curry paste. Chuko's always been a baby about spicy stuff. Ach ja, die gute Schoko. I was watching. You barely touched your food. Why were you watching me so close anyway? Mann, da wird sie gleich rot wie eine Tomate. Even when you eat Star Prince curry. What? But that curry is famous for being super mild. Schoko mag wohl scharfes Zeug nicht. I'm totally fine with spicy foods. I eat chili peppers 3 times a day. I bathe in chili peppers. I even go to bed hugging a chili pepper. Es ist doch nicht schlimm. Ach nee, Yenu ist ja auch noch da. I wonder what that X in the sky is. Das ist eine sehr gute Frage. Wofür steht das X am Himmel? Nee, ein UFO ist das bestimmt nicht. But I've never heard of one shaped like that before. Vielleicht sind da ja alle Menschen drin, die jetzt fehlen. So, Kanse und Yenu. Ihr beide habt noch was zu erzählen. Wir können ja Theorien machen, wer dahinter steckt. Ich würde mal nicht sagen, dass es Aniki oder Vanilla ist. Vanilla ist zu unschuldig dafür und Aniki... Ja, der scheint zu sehr zu bereuen, was da unten überhaupt passiert ist. Kansai wirkt mir nicht intelligent genug dafür. Nein, nicht wieder so anfangen. Wenn wir wieder so anfangen, dann haben wir dasselbe Problem, was wir im Park hatten. So, Genu, was hast du noch für uns? Why are we camping here, you ask? Of course I want to get to Tokyo as soon as possible. Wir können aber ja auch nicht durchgehend rennen, ne? But after all that's happened, everyone must be really beat, right? Müssen noch mal Pausen machen. It's dangerous out at night. There are no lights, so it'll be pitch black. Ja, hier am Meer ist es aber relativ hell. So I figured we should camp here by the shore, where it seems safer. Außer die Haie, die jetzt dort im Wasser leben, haben gelernt, wie man an Land läuft. Ach, ein paar wollen auch mehrmals reden. Schuko, hast du noch irgendwas? So what was that creepy plant anyway? Ach, ihr habt die auch gesehen. I don't remember reading about anything like that in science class. Nee, ich auch nicht. Haben wir in den Kommentaren gelesen, einen hätte das an einen Hubschrauber erinnert. Kann ich jetzt nicht so sehr nachvollziehen, aber... Wenn es sich daran erinnert. Du bleibst klein. Ich glaube nicht, dass du dadurch schneller wächst. So, wer wollte sonst noch ein Zweitgespräch? Vanilla und Hatsum wollen noch. I'm so bored. Hier ist so langweilig. Die wir auch mal spielen, oder? Hey, Hochi, can you let me play that game? No way. Der hat, glaube ich, Angst um seinen Spielstand. Why not? Because it's single player and there's only one safe spot. Ja, er hat Angst um den Speicherplatz. Ich bin das lustig. Du willst ein Spiel nur für ihn gestalten? Oh, Rachel, you didn't know? Nee. Genius programmer. Bist du?
Ach ja, bei Pochi kann ich mir übrigens vorstellen, dass er irgendwie so Hackerfähigkeiten kriegt. A self-proclaimed genius anyway. I even won the Worldwide Kids Programming Challenge. Hast du? So, I promise I'll make a game that's way better than what you're... Anyway, the answer is no. You can't. Pochi bleibt bei seinen Prinzipien. After all that, you won't let me try. Und jetzt wissen wir auch warum. Ach, Pochi, du kleiner Lüstling. Ja, die Lebensvorräte, wir haben ja alles zur Verfügung, was irgendwie rumliegt, ne? Ich glaube, Rachel ist einfach nicht in der Lage zu reden. Ah, Kansais Team hat das Zelt und die Kochutensilien gefunden. Und das andere Team hat Lebensmittel und Gewürze besorgt. Ja, wenn keiner da ist, Lebensmittel müssen ja irgendwo sein. Ja, wen willst du aber bezahlen? So, sonst noch irgendwer, der einmal noch mit möchte? Nee, wir haben alle durch. Okay, dann können wir weiter. What have you got there, Tatsun? Ich glaube, das ist nur eine Zeltfolge. Funkgeräte. Aber wenn wir drei Gruppen machen, jedem der Gruppe ein Funkgerät mitgeben. Gute Idee. Wir müssen nach Batterien dafür gucken, ne? Tatsukawa Electronics. Here, Rachel, pass them around. There's one for everybody. Ah, er hat sogar für jeden eins. Ist ja mega praktisch. Da können wir jederzeit mit jedem reden. Wait a minute. Why does Rachel get to hand them out? Ist das nicht relativ egal? Well, it's because Rachel is sort of the leader of the Go-Getters Club. Leader? Ja, stimmt so. Who decided that? Jetzt machen wir bestimmt eine Umfrage, wer der wahre Anführer sein soll. I said, who decided that, dummy? Yikes! Bring ihn nicht gleich oben? Hey, Rachel! Ja, Rachel wird die Frage gern beantworten. Weiß ich nicht. Kansai, hast du irgendwie Aggressionsprobleme? Being a transfer student or new here is irrelevant. It is relevant. Aus dem Schreit halte ich mich mal raus. Rachel could even be the one behind the whole game of fate. Wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Huh? How do you figure that? Warum soll ich das jetzt sein? Ich war es doch, der alle gerettet hat. Warum sollte ich das machen? Rachel was totally clear-headed when the game of fate started. Plus, he's the one that won. Ja, das muss nichts heißen. It was all just a plot to oust me as group leader. Das ist mir noch Lutsche. Don't play dumb. I'm just being real here. Ich finde die deutsche Übersetzung übrigens mal wieder toll. Stellen dich nicht dumm. Hey Pi, Rachel is the one behind the game of fate, right? Nein. Warum sollte ich euch retten? Wenn ich Mastermind gewesen wäre und ich gewonnen hätte, die stecken ja alle in der Maschine, dann wäre ich einfach durch die Tür abgehauen. Kansai, so darf man echt nicht anfangen. You need to chill out. Now's not the time to go looking for the culprit behind all this. Das ist wirklich das Letzte, was wir machen sollten. Exactly. Especially since we've
just decided to head back to Tokyo. You start down that road, and suddenly everyone starts looking suspicious. Ja, wir dürfen halt mit sowas echt nicht anfangen. Das zerstört nur die Gruppe. Yeah, for sure. Ich glaube, das ist heute echt nur eine Zelt- bzw. Kampierfolge. Also Kanzel macht alles falsch, was man falsch machen kann. Everyone's distrust caused dark energy to power up the evil monster. And anyway, even if the mastermind is here, getting them riled up isn't the best way to go. Auch da hat Jenu eine richtig gute Sache angesprochen. Wir wissen nicht, wer das ist, aber wenn der noch auch noch angefressen ist, weil wir hier ständig jeden verdächtigen oder ihn sogar ständig hier irgendwas zuschieben. Ey, wir wissen gar nicht, was er uns antun kann. Ja. Oder sie. Joho, da hast du vollkommen recht. Vielleicht kriege ich bei irgendwann die Erinnerung wieder, dann kann sie es uns ja mitteilen. Just don't forget that I'm the leader of the Go-Getters Club. Ja, kennen sie. The real leader in this badge here proves it. Huh? A badge by itself doesn't mean anything. Ja. Kann sei. It's the real deal. Okay, was war das gerade? Das habe jetzt nicht nur ich gesehen, oder? Hey, are you listening to me, Rachel? Ach so, das kommt von dem X. A new kind of airship or something? Das sieht schon fast wie ein Fanart aus, ne? No, I don't think so. It's What the hell are you talking about? Wenn ich das in der Galerie finde, dann nutze ich das. Kansai sieht wie immer verdutzt aus und Jenu ist einfach nur verschlafen. Could it be none of the others? Hä? Can see what we do. Warum sehen wir das und die anderen nicht? Merkwürdig. Okay, das war eine Kampierfolge. Da geht's jetzt wieder mit der Story weiter. Ich würde mal sagen, wir beenden das hier jetzt heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!